160 90 Jahre. Hund original. Das ist deutsche Wertarbeit. Mhm. Diese ist grob ohne. Das ist das, was ich damals nie verstanden habe. Guck dir mal das an, wir haben sie mit. Was ist denn das für ein Werkstoff? Ja. Das ist viel mehr. Panzer nicht durch Hochwalde. Mhm. Ja. Dann zwei Wochen später, Russe getestet. Das ist der Dorfkulhose, Direktor von LPG. Alter Genosse, der verstehen das. Aber jetzt, du weißt was? Er hat das vergessen. Aber er ist schon geschrieben zu Olaf. Gerade war diese Falltiere. 400 Kilo. Wer ist denn jetzt wieder? Drei Betten hier, noch drei Betten im Kasse, ist zu spät. Besonders, beste Kindertag, wo 70 Jahre alte Leute kommen, das beste Kindertag. Ich kenne Psychologie. Schuss! Propaganda! Spiele! Wow! Weiter! Weiß ich hier Zahnräder, schau, 90 Jahre, er ist wie neu. Periskop wie U-Boot. Schau, am Wand viel Asbest. Da ist rum ein Flammenwerfer, arbeitet bei der Hitze. Hier, alte Motor arbeiten bis heute. Wie alte Mercedes, neu, erster Stock. Hier war diese auch hier gerade Schalter. Fuß, Stempel, Borsig, Rheinmetall. Schau. Jahrgang 37, Kuppel 39. Borsig, Rheinmetall. Schau, hier war Asbest, diese weiße Farbe, voll Asbest. Warum? Weil Flammenwerfer arbeitet. Wegen Hitze. Schau, 120 Schuss pro Minute. Rinde, volle noch eine Runde. Ticket, du weißt, wie viel kostet? 50 Euro. Noch eine Runde. Keine Ahnung, du bist schwammen. Okay, ich weiß, was ich will. Und ziehen, holen. Stalin erschossen, Sabotage. Zu viel Material. Irgendwie zu brauchen. Das ist die moderne russische Methode, weißt du? Mit dieser Schalter. Immer gut. Wenn sie kriegen, dann spürbar. Dann wir fahren ein Weg. Fabrika, Maschbecke. Hier deutsche Wertarbeit. Ich gehe mit Fuß hier. Nur vielleicht Ludwig auf, wenn junge Leute. Dann dauert drei. Weiß, arbeite mich heute? Ja. Mhm. Die Jungs ist verlassen. Ja.
in Hellzeit. Ja. Erste Team in ganzer Welt. War ein hochinteressanter Rundgang. Der hat auch richtig viel erzählt und erklärt. War super. Jedenfalls hat er uns seine Adresse gegeben. Wer Lust hat, könnte sich mal bei mir melden. Ich würde da mal eine Führung organisieren. Mal eine richtige interessante, auch mit Fahrt. Mit Fahrt mit der Bündelbahn, die ich hier unten habe. Da möchte ich so 8 bis 12 Leute zusammenbekommen. Könnte man ja hier irgendwo freitags auf den Campingplatz fahren und dann sonnabends diese Führung machen. Wer Interesse hat, kann sich mal bei mir melden. Hier gibt es eine Drehbrücke mitten im Wald auf einem. Die gehört auch noch zum Oder-Warte-Bogen. Die wurde einfach nur gebaut und hier haben die Bauarbeiter auch noch was stehen lassen. Ach, das ist eine Kurbel. Aber es riecht schön geschmiert. Ja, das haben wir, das haben wir. Ja, die Klammern sind für die Ewigkeit gebaut, ja. Ja, jetzt, wo der Urlaub fast zu Ende ist, wird es wieder richtig schön warm. Ganze Zeit, na gut, ich war auch ein ganzes Stück weiter nördlich. Da war noch Ostseeklima, aber ich hatte ja teilweise bloß 11 Grad die Nacht. Panzerwerk 754. Das ist wieder einer zum Panzerwerk gehört. Das ist wieder einer, der zum Panzerwerk gehört. Den werden sie aber wahrscheinlich gesprengt haben, dass du keinen Zugang nach unten kriegst. So, wir befinden uns hier in der Toilette. Schön kühl hier unten. Das war ein Notausgang. Wir haben hier diese unten hochgebaut. Ja, hier wieder eine Panzertür gewesen.
Und ich glaube, hier kann man mehrere Kilometer lang laufen. Nimmt kein Ende da vorne. Jedenfalls nicht, wie weit die Lampe reicht. Schönes, sauberes Bergquellwasser. Was ist vor Augen? Ich kann es nicht lesen. Doch Ruheraum. Wieder eine Treppe. Ich gehe jetzt mal. Ich schwöre jetzt an dieser Stelle lieber abbrechen, weil ich habe keine zweite Lampe mit. Hier geht es hier nochmal richtig weit weiter. Ha! Wow! So, nächste Treppe. Geht hier nie weiter. Mach mal klein. Gigantisch. Wow.